Erst vorgestern treibt in Scherding in Oberösterreich ein kleines Mädchen leblos im Familienpool. Das Kind wird nun auf der Intensivstation behandelt. Dazu begrüße ich jetzt Jochen Brunner von der Wasserrettung Oberösterreich. Lassen Sie uns gleich in das Thema einsteigen mit Badeunfällen bei Kindern. Wir haben gehört, eine sehr häufige Todesursache. In dem Fall, wo das kleine Mädchen im Familienpool hatte seine Schwimmweste an, trieb aber sozusagen mit dem Kopf nach unten im Wasser. Was sind denn da die gängigen Fehler bei Baden mit Kindern? Ja, leider ist das bei den bis zu 5-Jährigen wirklich die zweithäufigste Todesursache. Und der häufigste Fehler ist einfach, dass die Kinder alleingelassen werden. Mhm. Das Problem dabei ist, Kinder gehen lautlos unter. Man hört die nicht sozusagen ertrinken. Dieses typische Schreien, Hände über Wasser, das habe ich da nicht. Mhm. Kinder gehen lautlos unter und ertrinken so. Und dann habe ich einfach, wenn ich es in Hörreichweite habe, ist das zu wenig, ich muss es sehen. Ja. Jetzt wähnt man sich oft in der Sicherheit, dass das Kind eh eine Schwimmhilfe hat. Mhm. Warum ist das eine falsche Annahme? Schwimmhilfe, wir kennen die Kinder, die toben herum, die springen herum, die schwimmen im Wasser umeinander. Es geht vielleicht aber, es zerplatzt. Eine Schwimmhilfe ist einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt ohnmachtssichere Schwimmwesten, die sind natürlich nicht sehr praktisch, weil sie eben ohnmachtssicher, das heißt, die drehen einen auf den Rücken und der Kopf ist aus dem Wasser. Die sind aber eigentlich fürs offene Wasser gedacht und nicht für einen Pool. Also kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, ich muss mein Kind sehen, damit ich sicher sein kann, dass nichts passiert. Im Zweifelsfall reicht sogar Sehen nicht aus, denn man sollte sich auch in einer nahen Distanz zum Kind befinden. Was ist da die Faustregel? Ja, bei den meisten Badeunfällen ist es so, dass eigentlich die Aufsichtspersonen unter 10 Meter oder knapp bei 10 Meter in der Nähe sind. Das heißt, es sollte schon vielleicht so sein, dass ich, wenn ich schon 10 Meter oder weiter entfernt bin, dass ich wirklich dort sehe und nicht nur daneben stehe. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss näher dort sein, damit ich eingreifen kann und das nicht sehe, dann sofort eingreifen und auch nebenbei stehen. Also ich kann mich auch neben dem Pool hinstellen, dann habe ich da auch kein Problem. Und den Sonnenschirm lege ich mir dort hin, dann ist das alles sehr viel stressfreier. Sie sind als Wasserretter unter anderem auch am Traunsee unterwegs. Jetzt gab es eigentlich gefühlt noch nicht sehr, sehr viele Badetage heuer. Trotzdem hatten Sie schon einige Einsätze. Was war denn da alles dabei? Die meisten Einsätze, die wir jetzt gerade, oder die meisten Sachen, die wir jetzt gerade gehabt haben, waren Sturmbahnfahrten, die zurzeit ganz aktuell sind, Leute zu überholen oder auch darauf aufmerksam machen. Das heißt, Leute ignorieren die Sturmwarnung, das schlechte Wetter, fahren trotzdem raus? Zum Beispiel, oder unterschätzen es, wie schnell das gehen kann mit der Sturmwarnung. Die Sturmwarnung hat keine definierte Zeitspanne, wann sie eintritt. Sie kann auch vor Ort ausgelöst werden durch ein Mitglied der Wasserrettung, das bemächtigt oder bevollmächtigt ist, das zu tun, weil zum Beispiel ein Gewitter entsteht, das man nicht vorhersehen kann. Mhm. Ansonsten kann schon mal eine Stunde vorher auch kommen und dann werden wir wieder gefragt, ja, warum müssen wir denn schon raus? Mhm. Diese Frage darf sie eigentlich nicht stellen, sondern wenn die Sturmwarnung kommt, ist sie zu beachten. Was wir nur an Einsätzen gehabt haben, eben zum Beispiel Schwimmer, die sie überschätzen, die sagen, ja, heute ist ein schöner Badetag, heute schwimmen wir über den See. Das sollte man überlegen, ich bin das ganze Jahr vielleicht nicht geschwommen und dann über den See zu schwimmen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Und als kleines Beispiel vielleicht noch. Ja, kommen wir vielleicht noch zu einem neuen Sportgerät, das man jetzt sehr verbreitet und häufig sieht. Das sind die sogenannten, die Subs, die Stand-Up-Paddles. Da gibt es auch einige Dinge, die zu beachten sind. Bei den Subs, das ist gerade unser Lieblingsthema, es ist einfach wichtig, dass ich das Sportgerät beherrsche. Mhm. Es reicht nicht, auf einem ebenen, glatten See ohne Wind das zu können, sondern ich muss mal überlegen, was ist jetzt, wenn Wellen kommen, wenn der Wind aufkommt, kann ich das Ding wieder sicher ans Ufer zurückbringen? Also ich muss mal umgehen können mit dem Gerät. Sicherheitsvorkehrung, der zweite Punkt. Es gibt diese tolle Sicherheitsleine auf den Subs, die überall drauf ist. Trägt keiner. Trägt keiner, aber wenn ich die habe und mich haut es vom Sub runter und der Wind treibt man das Sub weg, dann komme ich auch wieder auf das Sub, weil es bei mir hängt. Diese Chance habe ich dann natürlich nicht, wenn ich die Sicherheitsleine nicht drauf habe. Genauso Schwimmwesten. Zum Beispiel auf bestimmten Seen, am Bodensee zum Beispiel, ist es Vorschrift, eine Schwimmweste zu tragen. Es war ganz wichtig, mich vorher zu informieren. Und das Thema, was wir auch immer noch haben, ist mit der Berufsschifffahrt. Ich habe nicht Vorrang mit dem Sub. Der Sub ist das nachrangigste Mittel am See. Und wenn ich dem Linienschiff reinfahre, dann brauche ich mich nicht wundern,
dass vielleicht was passieren könnte. Ja, das Thema Beladung, man sieht oft Subs, da sitzen drei Personen drauf, ein Erwachsener, vielleicht zwei Kinder, manche habe ich schon gesehen, die haben einen Hund drauf, ist vielleicht auch nicht gerade die beste Idee. Wenn ich mit dem Ding sicher umgehen kann, dann kann ich natürlich schon wen mitnehmen, aber ich sollte mir dann auch überlegen, jetzt kommen wir wieder zu den Sicherheitsvorkehrungen, vielleicht was gescheit dem Kind, eine Sicherheitsschwimmweste oder eine ohnmachtssichere Schwimmweste zu verpassen, weil es kommt das Linienschiff, es fährt vorbei, ich übersehe die Welle, uns haut es beide vom Sub runter, das Kind taucht unter, ich tauche unter, bis dass ich wieder aufgetaucht bin, muss ich zuerst schauen, wo ist das Kind, jetzt muss ich wieder raufholen. Also das waren alles so Themen, die auf jeden Fall zu beachten sind und Sinn einfach machen, für mein Leben das zu betrachten. Wenn man jetzt im tiefen Wasser, ob am See oder im Pool, ist ja egal, jemanden sieht, von dem man glaubt, dass er ertrinkt, wie reagiert man da am besten? Springt man selber rein, alarmiert man zuerst Hilfe? Schwieriges Thema. Was macht man da? Sicher primär die Rettungskette in Gang setzen. Mhm. Damit kann ich sicher sein, dass professionelle Hilfe kommt und ich bin nicht alleine, weil das ist ja die Voraussetzung. Und dann würde ich für Laien empfehlen, wenn ich eine Schwimmhilfe zur Verfügung habe, also irgendwas, was schwimmt und ich kann das mitnehmen und demjenigen geben, nämlich nicht selbst den angreifen, sondern demjenigen etwas geben, das schwimmt, dann kann ich mir das vielleicht nur zutrauen. Ansonsten würde ich aufgrund des Selbstschutzes empfehlen, das nicht zu tun, sondern auf professionelle Hilfe zu warten. Denn so ein Ertrinkender, und da geht es auch um Kinder, das kann auch einem geübten Rettungsschwimmer gefährlich werden. Mhm. Weil man beim Ertrinken einfach Unmengen Kraftreserven entwickelt und hinuntergezogen wird. Ja. Das heißt, im Idealfall macht es auch Sinn, sich vorher schon zu überlegen, im Falle eines Notfalls, wo ist jemand, den ich alarmieren kann, wo ist vielleicht ein Schwimmreifen oder Ähnliches. Unbedingt. Damit man dann schnell weiß, was zu tun ist und nicht erst schauen muss, wo ist der nächste Rettungsschwimmer? Genau. Als Beispiel, wir haben im Salzkammergut auch gesehen, am Langbadsee, da geht auch kein Handyempfang. Da war es vielleicht gut zu wissen, wo ist das Gasthaus, wo habe ich Möglichkeit, auch Hilfe zu holen. Super. Jochen Brunner von der Wasserrettung Oberösterreich, vielen Dank für Ihren Besuch. Danke.